Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine besondere Geschichtsreise. Eine Geschichte von Päpsten, Kaisern und Fürsten. Eine Geschichte von Handwerkern, Mönchen und Bauern. Eine Geschichte von Wissenschaft und Religion. Von Fortschritt und Tradition, eine Geschichte von Freundschaft und Verrat, Liebe, Hass und Eifersucht. Vor allem eine Geschichte über die Krise des Menschen, über die Suche nach der eigenen Identität, nach der Lösung der ganz grundlegenden Fragen. Eine Geschichte über persönliche Überzeugung und eine Geschichte über den Glauben. Es ist eine Geschichte, die viele Brüche hat, die so komplex und faszinierend ist wie unser eigenes Leben. Eine Geschichte, von der wir sehr viel lernen können. Eine Geschichte, die uns zeigt, dass es jemand gibt, der die Geschichte lenkt. Eine unsichtbare Hand, die Völker, Nationen, Kirchen, Institutionen, einzelne Personen lenkt und leitet um ein großes Ganzes hervorzubringen, um die Wahrheit leuchten zu lassen. Wir werden in dieser Geschichte sehen, dass die sogenannte Reformation nicht nur ein Geschichtsereignis war, sondern vielmehr viele Prinzipien, die wir aus dem Leben der Reformatoren, der Bekannten, und auch der sehr unbekannten Reformatoren, die wir gleichermaßen hier betrachten wollen, dass wir viele dieser Prinzipien übertragen können in unsere Welt, auch wenn inzwischen ein halbes Jahrtausend vergangen ist. Bevor wir uns auf diese spannende und wirklich faszinierende Reise begeben, möchte ich mit einem kurzen Gebet starten und lade Sie, liebe Zuschauer, dazu ebenfalls ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der die Geschichte längst und leidest. Dass du jemand bist, der sich um uns kümmert. Und auch wenn wir oftmals falsche Wege gehen, rufst du uns zurück zu einer Reformation. Wenn wir jetzt die Geschichte der Reformation des Mittelalters betrachten, möchten wir dich bitten, dass du mit deinem guten Geist uns in alle Wahrheit führst. Denn wir wollen die wahre Geschichte dieser Reformation verstehen. Im Namen Jesu. Amen. Teil 1: 1482 bis 1484: Funken im Dunkel. Wir schreiben das Jahr 1482. Auf dem nordamerikanischen Kontinent leben die Ureinwohner seit Jahrhunderten im Einklang mit der Natur und relativ friedlich miteinander. Weiter im Süden haben die blutrünstigen Azteken ein gewaltiges Imperium errichtet und frönen den Menschenopfern. Noch viel weiter südlich. Sind es die Inka, die große Teile der Anden beherrschen. Auf der anderen Seite des gewaltigen Ozeans, auf dem dunklen schwarzen Kontinent Afrika, haben sich mehrere Königreiche gebildet. Doch allzu viel ist nicht bekannt von den politischen Gegebenheiten dort in jener Zeit. Besser sind wir unterrichtet, über den südostasiatischen Raum. Diverse Königreiche in Indien und auch im südostasiatischen ähm, Gebiet sind uns bekannt, doch all das wurde überragt durch die kraftvolle Dominanz der chinesischen Kaiser der Ming-Dynastie. In Zentralasien waren es die Nachkommen der Mongolen, die in verschiedenen Kanaten und Horden den zentralasiatischen Raum unter sich aufgeteilt hatten. Der Islam war im Nahen Osten und auch im Mittleren Osten die beherrschende Macht. Und er hatte seine Fühler weit nach Europa vorgestreckt. Vor allem durch das Osmanische Reich, das große Teile des Balkans beherrschte. In ganz Europa zitterte und fürchtete man sich vor dem Türken. In Osteuropa war es vor allem das große Polen Litauen, das beherrschend war. Die Ungarn waren auf dem Vormarsch. Der Deutsche Orden regierte im Baltikum und ganz weit im Nordosten sah man den Aufstieg des Großfürstentums Moskau. Ganz Skandinavien war in der Hand Dänemarks. England hatte einige Jahre zuvor die Abspaltung der rebellischen Schotten hinnehmen müssen. Frankreich war zu neuer Größe aufgestiegen, aber die Welt wurde eigentlich beherrscht durch die beiden Seefahrernationen Portugal und das wiedervereinigte Spanien. Dort waren die beiden Königreiche Kastilien und Aragon vor kurzem zusammengekommen in einer Heirat, und gemeinsam wollte man die letzten Überreste der islamischen Herrschaft auf der Iberischen Insel vernichten. Noch war dort so ein Brückenkopf, das Emirat Granada ganz im Süden war in islamischer Hand. Doch den Spaniern gehörten auch weite Teile des Mittelmeerraumes, unter anderem ganz Süditalien, das Königreich Neapel. Direkt darüber. Schloss sich der Kirchenstaat an. Das vielleicht seltsamste Gebilde der ganzen weltpolitischen Situation. Ein Staat für die Kirche. Das Papsttum war das religiöse Oberhaupt in der ganzen zivilisierten westlichen Welt. Die orthodoxe Christenheit, die im Osten ihren Schwerpunkt hatte hatte kaum noch eine politische Handhabe seit Konstantinopel einige Jahrzehnte zuvor gefallen war. Das Papsttum hatte allerdings nicht nur geistliche Oberheit, sondern regierte ganz weltlich als souveränes Königreich über ganz Mittelitalien. Und im Zentrum Europas war das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Fürstentümern, zum Teil so klein, dass man sie auf einer Karte gar nicht alle zeigen könnte. Ein bunter Flecken, äh, Flickenteppich, auf dem einige größere Reiche wie das Herzogtum Mailand oder das Königreich Böhmen oder die habsburgischen Erblande Österreich, Flandern ähm, etwas herausgestochen sind. Viele dieser Fürstentümer waren gar nicht mal im Besitz von weltlichen Herrschern, sondern standen ebenfalls unter, dem, unter der Herrschaft der Kirche. Erzbistümer, Hochstifte, Erzstifte, viele Territorien wurden direkt von der Kirche verwaltet. Über dieses gigantische Konstrukt. Das heilige römische Reich, das eigentlich, so war die Ideologie, eine Art Fortsetzung des antiken römischen Reiches sein sollte unter Vorherrschaft der katholischen Kirche. Über dieses große Territorium herrschte Kaiser Friedrich der Dritte. Alt war er schon und nicht besonders aktionsfreudig. Spätere Historiker bezeichneten ihn auch als die Erzschlafmütze des Reiches. Er verbrachte viel Zeit in seinem habsburgischen Österreich, in der Steiermark, wo er sich seinem Gemüsegarten widmete. Und doch war er vor allem in den letzten Jahren zu einem geschickten Diplomaten herangereift, der viele wichtige Weichenstellungen für sein, für sein Kaiserreich auf den Weg gebracht hatte. Es war eine Zeit der Entdeckung. Und obwohl im Großen und Ganzen noch die mittelalterliche Welt der Ritter und der Burgen und der Religion gesellschaftsbestimmend war, klopfte schon der Drang nach Neuem an den Herzen der Menschen. Es waren die Portugiesen, die neue Länder entdecken wollten. Im Jahre 1482, im Januar, Erreichten solche portugiesischen Schiffe die Goldküste in Westafrika? Hier errichteten die Portugiesen das erste europäische Fort südlich der Sahara. Sie nannten es São Jorge da Mina oder einfach auch El Mina genannt. Hier ein Bild von diesem Fort, das bis heute noch steht und das später einen unrühmlichen Beitrag in der Geschichte der Goldküste gespielt hat. Aber der Entdeckergeist war nicht nur auf die Geografie beschränkt. Viele Menschen suchten nach neuen intellektuellen Herausforderungen. Da waren zum Beispiel die Humanisten. In Italien war ihre Bewegung geboren worden. Seit vielen Jahrzehnten es versuchte man, die Klassiker der alten Griechen und der alten Römer wieder zum Leben zu erwecken. Namen wie Angelo Poliziano oder Marsilio Ficino stehen für eine ganze Generation, ja für Generationen von Gelehrten, die genug hatten von der Vorherrschaft der Kirchen über das Studium. Sie wollten freie Wissenschaft, sie wollten die alten Klassiker wieder entdecken. Und so wurden klassische Studien betrieben, lateinische Literatur wieder entdeckt und herausgebracht. Das Zentrum ihrer Bewegung war in Florenz. Vor allem Poliziano erwarb sich den Ruf, das klassische Latein wieder zum Leben zu erwecken, das über so viele Jahrhunderte gelitten hatte in dem Kirchenlatein von viel niedriger Qualität. Die Philosophie und viele andere Wissenschaften begannen wieder aufzublühen, allerdings unter dem misstrauischen Auge der Kirche, die nur sehr zaghaft dieser Freiheit ja, Raum gewähren wollte. Dieser Humanismus verbreitete sich bald auch über die Alpen hinaus in verschiedene andere europäische Nationen. Zum Beispiel auch in Deutschland, vermittelt durch Rudolf Agricola. Und einer der Ersten, die diesen Humanismus auch in deutschen Landen zu Ruhm verhalf, war ein junger Mann aus Pforzheim namens Johannes Reuchlin. Er diente äh, dem Grafen von Württemberg-Urach Eberhard im Bad. Und in dessen Diensten nahm er an einer Reise nach Italien statt, um dort in Rom mit dem Papst zu verhandeln. Auf dem Weg kam er auch nach Florenz und hörte einige dieser berühmten Humanisten, die die allerberühmtesten Gelehrten der damaligen Zeit waren. Rom selbst war natürlich eine Reise wert, allein schon des Namens wegen. Die Stadt war weitaus weniger bewohnt und besiedelt als noch in antiken Zeiten. Die Stadtmauern waren viel zu groß für die wenigen tausend Menschen, die jetzt 1482 in Rom lebten. Viele antike Ruinenstätten wurden von Kühen begrast und beweidet. Aber doch war der Name Rom allein schon etwas ganz Besonderes hier thronte ja der Papst. Mit dem galt es, Verhandlungen zu führen. Der Papst in jener Zeit war Sixtus IV., mit bürgerlichem Namen Francesco della Rovere. Er sollte eigentlich der Kirche neue Impulse verleihen, doch er entpuppte sich als ausschweifend und als jemand, der den persönlichen Lieblingen, den Günstlingen, den Verwandten, alle möglichen Ämter zuschacherte. Er war es gewesen, der vier Jahre zuvor den Konziliarismus aufgehoben hatte, eine Idee, die Jahrzehnte zuvor auf dem Konzil von Konstanz entwickelt worden war, dass nämlich der Papst von einem allgemeinen Konzil zu ja einem dem allgemeinen Konzil unterstellt ist. Papst Sixtus, wie die Päpste vor ihm hielten, nicht viel davon und er entschied, dass der Papst den absoluten Vorrang in der Kirche habe, sogar noch vor dem Konzil. Im selben Jahr 1478 hatte er mit einer Bulle die neue Inquisition geschaffen und zwar ganz besonders in Spanien, aus der sich später die gefürchtete spanische Inquisition entwickeln sollte. Apropos Spanien. Wie bereits angedeutet, war dieses Land vor kurzem entstanden durch die Hochzeit zweier Könige. Die Königin Isabella, die erste Königin von Kastilien, und Ferdinand II, König von Aragon, hatten geheiratet, ihre beiden Territorien zusammengebracht und dadurch entstand das katholische Spanien. Sie nannten sich beide die katholischen Könige, die sich anschickten, die letzten Reste des Islam aus Granada zu vertreiben. Dazu brauchten sie tatsächlich inquisitorische Unterstützung. Den Juden und den zum Christentum übergelaufenen Mauren, den Is dem Islam, wurde nachgespürt, ob sie auch wirklich Christen sind oder nur heucheln. 1482 war es den beiden gelungen, in einer militärischen Überraschungsaktion tief im, im Kerngebiet von Granada die berühmte Festung Al-Hama einzunehmen. Und so war bereits für das Emirat Granada die Zeit gezählt. Schon bald würde sich zeigen, ob dieser Vorposten des Islam überhaupt noch zu halten sei. In jenem Jahr 1482... Traf ein weiterer Schicksalsschlag das sagenumwobene, altbekannte, reiche Fürstentum, Herzogtum Burgund. Die Herzogin Maria von Burgund erlitt einen Reitunfall. Sie war die Erbin von Karl dem Kühnen, dem letzten großen Herzog von Burgund, der nicht nur über die burgundischen Her Erblande, sondern auch über Flandern regiert hatte. Frankreich hatte seitdem ein Auge auf dieses Gebiet geworfen. Und Maria hatte sich nur mehr schlecht als recht dessen erwehren können. Sie galt als die schönste Frau ihrer Zeit. Doch sie starb noch im selben Jahr. Sie hatte Maximilian I., den Sohn von Kaiser Friedrich, geheiratet, der bereits Erzherzog von Österreich war. Aber auch er konnte natürlich ihren Tod nicht verhindern. So gelangten all diese Gebiete von Burgund in den Besitz von Österreich, in den Besitz von Habsburg. Aber das wollten die Franzosen nicht gerne zulassen. Ebenfalls im Jahre 1482 starb Dieter von Isenburg, der Kurfürst von Mainz. Der Kurfürst von Mainz war allerdings nicht irgendjemand. Es war eine der wichtigsten Positionen im ganzen Reich. Sieben Fürstentümer, drei Geistliche und vier Weltliche, hatten die sogenannte Kurwürde. Sie bestimmten, wer der nächste Kaiser sein würde. Diese sieben ähm, Kurfürstentümer waren das Erzbistum. Von Mainz, der Erzbischof von Mainz war der Reichserzkanzler für Deutschland. Dann der Erzbischof von Köln als der Reichserzkanzler für Italien. Der Erzbischof von Trier als der Reichserzkanzler für Burgund. So dann der König von Böhmen als der Erzmundschenk. Der Pfalzgraf bei Rhein äh, als der Erztruchsess, deswegen spricht man auch von der Kurpfalz. Dann der Herzog von Sachsen als der Erzmarschall. Und der Markgraf von Brandenburg, das waren die sieben mächtigsten Fürsten im Reich. Und ohne die wurde niemand Kaiser und konnte auch niemand wirklich als Kaiser regieren. Dieter von der Isenburg, also Erzbischof von Mainz, starb und wurde ersetzt durch einen jungen Mann, Adalbert von Sachsen, der nur 15 Jahre alt war. Und jetzt Erzbischof oder das Erzbistum leiten sollte, obwohl er noch nicht einmal das notwendige Alter für die Bischofsweihe hatte. Deswegen wurde er zunächst nur als Administrator eingesetzt. Derweil eroberten die Portugiesen immer weitere Gebiete auf ihrer Fahrt nach Süden. Der Portugiese Diogo Chao erreichte die Kongo-Mündung im Sommer 1482. Auch dort entstanden Niederlassungen. Die Welt stellte man sich damals noch ganz anders vor, als sie wirklich war. Im Jahre 1482 wurde die erste deutsche Weltkarte gedruckt. Es war die Kosmographia, die der griechische Geograph Claudius Ptolemäus im zweiten Jahrhundert angefertigt hatte. Also über ein Jahrtausend hatte man keinen wirklichen Fortschritt in Sachen Geographie gemacht. Das nach ihm benannte ptolemäische Weltbild, das geozentrische Weltbild, war nach wie vor Standard für die gesamte Wissenschaft. Das war am 16. Juli gewesen. Und fünf Tage später erschütterte ein Skandal die Stadt Basel. Das war eine der Städte, die zur Schweizerischen Eidgenossenschaft gehörte. Und Basel sah am 21. Juli sich konfrontiert mit einer Reihe von Pamphleten, die überall angeschlagen waren, in denen der Papst kritisiert wurde. Ein neues allgemeines Konzil, wie das Konzil von Basel einige Jahrzehnte zuvor, wurde dort gefordert. Missstände in Rom wurden angeprangert. Dahinter, dahinter stand der Erzbischof von Krain, Andreas Jamometitsch. Er war Dominikaner, hatte sogar mit dem gegenwärtigen Papst gemeinsam in Padua Universität an der Padua Universität Theologie gelehrt und war von Kaiser Friedrich zum Erzbischof von Kreiner ernannt worden. Er hatte schon mehrfach gegen Rom protestiert, vor allem weil er als Erzbischof öfter mal da gewesen war, dort die Missstände erkannt hatte, doch der Kaiser hatte sich gegen ihn gestellt, ihm die Immunität entzogen. Und er war bereits im Jahr zuvor, 1481, auf der Engelsburg gefangen gewesen. Dort hatte man ihn freigelassen, doch Andreas Jamometic hatte daraus nichts gelernt. Wieder wollte er verschiedene Bischöfe zu einem allgemeinen Konzil zusammentrommeln. Dabei wurde er durchaus von der Stadt und der Universität Basel unterstützt. Die standen hinter ihm. Genauso wie mächtige Fürsten in Italien wie zum Beispiel Lorenzo de Medici. Aber der Papst war natürlich über diese Sache keinesfalls erfreut. Und als er herausstellte, dass Basel hinter Yamometed stand, da benutzte man das Mittel, das schon so oft gewirkt hatte: das sogenannte Interdikt. Basel wurde mit dem Bann belegt, und ähm, so musste die Stadt reagieren. Andreas Jamometic wurde in einem Turm eingesperrt, den man hier auf dem Bild sehen kann, dem sogenannten Spalenschwibbogen. Mehrere päpstliche Abgesandte kamen, um seine Überführung nach Rom zu fordern, wo er mit Sicherheit eines, eines, ja, eines Todes gestorben wäre. Aber die Stadt Basel blieb standhaft und wollte ihn nicht herausgeben. Lieber nahm man die wirtschaftlichen Konsequenzen der Androhung Roms in Kauf. In der Tat war es mit der Geistlichkeit in Rom in jenen Tagen nicht weit her. Man führte stattdessen Krieg und zwar nicht aufgrund von Glaubensfragen, sondern weil der Papst den kleinen Streifen hier zwischen dem Kirchenstaat und der Republik Venedig, dieser kleine blaue Streifen, das Fürstentum Ferrara einem Günstling zuschieben wollte. Deswegen hatte er sich mit dem, dem, dem Herrscher von Venedig, verbündet und führte jetzt Krieg, den sogenannten Ferrarerischen Krieg. Aber einige andere italienische Staaten, einige Fürstentümer, wandten sich gegen ihn und bildeten eine Allianz, darunter auch der König von oder das, das Königreich Neapel, das ja unter spanischer Herrschaft stand. Und so kam es zum Feldzug zwischen dem Kirchenstaat und Neapel und zur Schlacht am 21. August. Die Schlacht von Campo Morto, die als eine der blutrünstigsten Schlachten der ganzen Renaissancezeit gilt. Der Papst konnte diese Schlacht gewinnen. Der Herzog Alphons von Kalabrien wurde mit seiner Armee vollständig aufgerieben. Der Papst hatte also keinerlei Skrupel wegen, wegen belangloser Begierden seiner, seiner Untergebenen Krieg zu führen und Menschenleben zu opfern. Der Jurist und Chronist Stefano Infessura schreibt dazu folgendes über Papst Sixtus, dass in ihm keine Liebe zu seinem Volk gewesen sei, nur Wollust, Geiz, Prunksucht, Eitelkeit. Aus Geldgier habe er alle Ämter verkauft, mit Korn gewuchert, Abgaben auferlegt, das Recht Fallgeboten, treulos und grausam hat er zahllose Menschen durch seine Kriege umgebracht. Es war eine Zeit, in der tatsächlich viele Missstände herrschten. Wir lesen hier in einem Geschichtsbuch, dass ein enthusiastischer Franziskaner 1482 in Tournai lehrte, dass der Papst durch seinen Willen das Fegefeuer lehren könnte. Im selben Jahr verkündete die Kirche in Saint nach Erhalt einer Ablassbulle von Papst Sixtus IV., dass jede Seele in den Himmel vom Fegefeuer in den Himmel dass jede Seele vom Fegefeuer in den Himmel flöge, sobald für sie zur Reparatur der Kirche bezahlt würden, unabhängig davon, wie lange die von der göttlichen Gerechtigkeit verhängte Strafe auch gewesen sein mag. Das heißt, egal wie schlimm man gesündigt hatte, wenn man ein paar Taler zahlte, damit eine Kirche repariert werden konnte, dann, so lehrte man und so glaubte man, würde die Seele aus dem Fegefeuer direkt in den Himmel fliegen. An vielen Stellen war gegen solchen Unsinn protestiert worden. Verschiedenste ähm, Geistliche hatten oftmals schon in den vergangenen Jahren ihre Stimmen erhoben und waren meisten, meistens in irgendwelchen Kerkern zum Verstummen gebracht worden. Ungefähr um 1482 schrieb Heinrich Kramer mit 52 Jahren, ein erfahrener Inquisitor aus dem Orden der Dominikaner, folgendes. Die ganze Welt ruft und verlangt nach einem Konzil. Aber es gibt keine menschliche Kraft, die die Kirche durch ein Konzil reformieren kann. Der Allerhöchste wird andere Mittel finden, die uns gegenwärtig unbekannt sind. Obwohl sie vor unserer Tür liegen mögen, um die Kirche zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückzubringen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass die Mittel des Allerhöchsten buchstäblich... Vor der Tür lagen, genauer genommen in Eisleben. Im selben Jahr eignete sich etwas, was sich tausendfach im selben Jahr ereignete. Ein junges Ehepaar bekam ein Kind. Sie kamen eigentlich aus der Gegend von Eisenach, aus dem Thüringischen, und waren mehr oder weniger fast nur auf der Durchreise in Eisleben. Eisleben gehörte damals zu einer kleinen Grafschaft, gehörte nicht zu Sachsen, sondern zur Grafschaft Mansfeld, war dort innerhalb dieser Grafschaft der größte Ort. Und hierhin kam das damals noch junge Ehepaar Luther. Hier die Bilder natürlich aus späterer Zeit, weil es keine Jugendbilder von ihnen gab, aber Hans Luther und seine Ehefrau Margarete waren 23 Jahre alt. Beide kamen aus Bauernfamilien und äh, Hans hatte den Bauernhof seines Vaters nicht geerbt, weil er einen älteren Bruder hatte, der den Bauernhof geerbt hatte. Und so wollte er sich in einem neuen Beruf versuchen, als Bergbauarbeiter. Sie kamen nach Eisleben, wohl schon mit der Absicht, später weiterzuziehen, als hier im November Margarete ein Kind bekam. Es ist im Grunde genommen nicht genau sicher, ob es das Jahr 1482 oder 1483 war. Für beide Daten gibt es gute Gründe und äh, entsprechend ist das sehr unsicher. Wir haben uns in dieser Serie entschieden, einmal mit dem Jahr 1482 zu gehen, weil 1483 meistens verwendet wird, obwohl es mindestens genauso gute Gründe auch für 1482 gibt, was die Chronologie betrifft wie dem auch sei, wir werden in den nächsten Folgen immer wieder mit dieser Einjahresdifferenz rechnen müssen, ähm, das nicht genau sicher ist, ob es 1482 oder 1483 geschah. Aber was sicher ist, es war ein 10. November, als in jenem Haus ein Junge zur Welt kam. Es ist nicht genau sicher, ob er der erstgeborene Sohn oder der zweitgeborene Sohn ist. Die Überreste des Originalhauses können heute noch besichtigt werden. Es ist ja viele Zeit später. Verbrannt worden oder abgebrannt, und heute steht dieses Luther Geburtshaus als, eine, als ein UNESCO-Welterbe dort. Ein Kind war geboren worden, nichts Außergewöhnliches. Und sicherlich hat Heinrich Kramer, der Inquisitor, nicht geahnt, dass Justin in jener Zeit, als er diese Worte aussprach, tatsächlich der Allerhöchste längst für ein Mittel gesorgt hatte, um die Missstände, die es gab anzusprechen. In der Bibel lesen wir, dass Gott sagt: "Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, <laughs> habe ich dich geheiligt." Lange vor diesem 10. November 1482 oder 1483 hatte Gott einen Plan für einen Menschen der in einer besonderen Art und Weise für die Reformation einen Stand machen sollte. Ein Tag später, am 11. November, sollte er getauft werden, wie das so ganz üblich war. Jedes christliche Kind wurde nach seiner Geburt getauft. Und so gingen die Eltern, Hans und Margarete, in die nächstgelegene Kirche, St. Peter und Paul in Eisleben. Und der Pfarrer taufte das Kind auf den Namen des Tagesheiligen. Der 11. November war der Tag oder ist der Tag des heiligen Martin. So wurde das Kind Martin Luther getauft. Derweil neigte sich der Krieg in Mittelitalien dem Ende zu. Man schloss einen Frieden. Äh, in diesem Krieg zwischen Ferrara und dem Kirchenstaat und Venedig. Und sobald der Frieden geschlossen war, <köhnt> entschied sich der Papst aus politischen Gründen einfach mal die Seiten zu wechseln und sich jetzt mit Neapel zu verbünden gegen Venedig, die vorher seine Verbündeten gewesen waren. Also ähm, von Integrität und äh, tiefer Überzeugung konnte da weniger die Rede sein. Der Papst agierte wie alle anderen Fürsten der Zeit ein, einfach als äh, ein politischer Akteur, der nach Gewinn und Vorteil strebte. Gegen Ende des Jahres ähm, konnte der junge Johannes Reuchlin äh, Zeuge der Tatsache sein, dass die beiden verfeindeten Linien in Württemberg, nämlich die Uracher und die Stuttgarter Linie, sich Einigten. Im sogenannten Münsinger Vertrag wurde die Grafschaft Württemberg wieder vereinigt und der Regierungssitz wurde nach Stuttgart verlegt. Weniger einheitlich ging es mit dem Herzogtum Burgund zu. Nach kriegerischen Auseinandersetzungen wurde es geteilt. Große Abschnitte oder große Territorien gingen tatsächlich nach Frankreich. Während Maximilian, der Ehemann der verstorbenen Herzogin, ähm, zumindest Flandern, die Niederlande, für Österreich behalten konnte. Burgund wurde somit aufgeteilt und die lange, sagenumwobene, legendäre Geschichte dieses Herzogtums kam damit, im Grunde genommen, zu einem Ende durch diesen Frieden von Arras. Es war ebenfalls im Jahre 1482, dass in Weinsberg in der Kurpfalz nahe Heilbronn, was damals noch nicht zu, zu ähm, Württemberg gehörte, ebenfalls ein Kind geboren wurde mit Namen Johannes Heusgen. Zu dem Zeitpunkt hat wohl nur der allmächtige und allwissende Gott im Himmel gewusst, dass dieses Kind einmal als öko Lombard eine große Rolle in der Reformation spielen würde. Genauso wie der relativ wenig bekannte Agostino Mainardi, der im selben Jahr in Caraglio, in Piemont, an den Füßen der, der Westalpen, geboren wurde. Und noch ein Ereignis ist aus dem Jahre 1482 zu berichten. Girolamo Savonarola, 30 Jahre alt, ein Dominikanermönch, wurde von Ferrara, das, um das er gerade Krieg geführt worden war, nach Florenz. Berufen, um dort an der Kirche San Marco zu unterrichten. Dieser Savonarola würde in der Zukunft noch von sich reden machen. Das Jahr 1483. Am 8. Januar wurde in Kolditz in Sachsen Wenceslaus Link geboren. In diesem Jahr begann Reuchlin fest angestellt zu werden bei dem Grafen von Württemberg. Er musste jetzt auf zahlreichen äh, diplomatischen Missionen unterwegs sein und äh, für den Grafen verschiedene wichtige Aufgaben übernehmen. Die junge Familie Luther zog nach nur wenigen Monaten weiter von Eisleben jetzt in die Hauptstadt des kleinen, des, der kleinen Grafschaft nach Mansfeld selbst. Dort lebten allerhöchstens 2000 Menschen. Die Straßen waren nicht gepflastert. Hier. Dort wollte Hans Luther im gerade aufstrebenden Bergbau des Südharzes sein Glück versuchen. Wie man auf diesem Bild sehen kann, lebten das einfache Volk links unten im Tal, während die Grafen ganz sichtbar ihre Macht demonstrierten in dieser prächtigen Burg. Das war. Die Gegend, in der der ganz junge Martin Luther aufwachsen sollte. Derweil äh, drohte Ungemach in den großen Nationen Europas. Der erst 41-jährige Edward IV., König von England, starb völlig überraschend und sein Sohn Edward V war erst zwölf Jahre alt. Es waren un und unruhige zeiten zwei häuser das haus york und das haus lancaster waren miteinander verfeindet und stritten um den thron weil beide eine rose im wappen trugen nannte man diese zeit auch die zeit der rosenkriege die spanier waren derweil beschäftigt die kanarischen inseln zu obern oben, und die sklaven die ureinwohner dort in die sklaverei zu verkaufen der junge Edward der Fünfte, der eigentlich Thronnachfolger werden sollte, wurde dann allerdings kurze Zeit später in den Tower von England gelegt mit seinem Bruder zusammen. Richard III, der Bruder des verstorbenen englischen Königs, nahm die Macht an sich und wollte sich der beiden Thronnachfolger entledigen. Die kamen in den Tower und kamen dort nie wieder heraus. Was genau mit ihnen passiert ist, weiß niemand genau. Natürlich gab es viele Gerüchte, dass sie ermordet worden sind, aber nie konnte das nachgewiesen werden. England war jetzt im Tumult. Sixtus dagegen ähm, widmete sich seinen architektonischen und äh, kulturellen Projekten. Er hatte eine neue Kapelle in Auftrag gegeben, die 1483, und zwar am 15. August, eingeweiht wurde und nach ihm benannt wurde als die Sixtinische Kapelle. Damals freilich noch ohne die berühmte Innenausmalung. Und nicht nur England wurde von einer Thronkrise erschüttert, sondern auch Frankreich. Der alte und ehrwürdige König Ludwig der der viel dafür getan hatte, Frankreich wieder zu einem starken Einheitsstaat zu machen, starb. Sein Sohn Karl der war ebenfalls erst 13 Jahre alt, und seine ältere Schwester musste jetzt die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und auch dort gab es viele Intrigen und Streitigkeiten. Streit war allerdings nicht nur auf der politischen Ebene zu verzeichnen, sondern auch bei den verschiedenen orden und bettelmönchen die es in der kirche gab da gab es zum teil ganz handfesten theologischen streit zum beispiel über die frage wie sündlos maria war die franziskaner jedenfalls behaupteten dass maria bereits bei, ihrer bei der dass maria selbst sündlos war als sie jesus empfing man nannte das die Lehre von der unbefleckten Empfängnis. Maria sei also zwar ganz biologisch gezeugt worden, aber hätte nicht die Erbsünde vererbt bekommen. Die Dominikaner dagegen waren vollkommen dagegen und beschimpften die Franziskaner für diese, so wie sie meinten, Irrlehre, die tatsächlich auch sich in der Bibel nicht findet und sich auch nicht in der Bibel belegen lässt. Diesen Streit, der immer heftige Züge annahm, wollte der Papst jetzt schlichten. Er gab eine Bulle heraus und forderte beide Seiten auf, stillzuhalten und sich nicht mehr gegenseitig als Ketzer zu bezeichnen. Gleichzeitig macht er deutlich in dieser Bulle mit dem Namen Grave Nimes, dass er auf der Seite der Franziskaner stand. Auch er glaubte ganz fest an die unbefleckte Empfängnis Maria, dass sie bereits selbst sündlos war, schon vor Jesus. Am 3. Dezember 1483 wurde in Torgau in Sachsen ein Nikolaus von Amsdorf geboren. Er war Sohn eines Amtsmanns und seine Mutter, Katharina von Amsdorf, war eine geborene Staupitz, die Schwester eines gewissen Johann von Staupitz, von dem wir hier in dieser Serie noch viel hören werden. Die neue Technologie des Buchdruckes. Hatte zwar gewaltiges Potenzial, aber brauchte doch eine ganze Zeit, bis sie sich so in der Welt verbreitet. Zum Beispiel war es erst jetzt im Jahre 1483, dass das erste gedruckte Buch in Schweden erschien. Dialogus Creatorarum zum Beispiel. Das Ganze brauchte also wirklich Zeit, um erst einmal die Gesellschaft zu erreichen. Savonarola. Begann im Jahre 1483 dort in Florenz, an San Marco, im Zentrum des weltoffenen Humanismus, über Prophetie zu predigen. Und schon bald zeigte es sich, dass dieser Savonarola ein feuriger Prediger war, der nicht hinter dem Berg hielt, wenn er mit Dingen nicht einverstanden war in der Gesellschaft und in der Kirche. Und an Gesellschaftskritik konnte man viele Beispiele finden: Florenz. Der Name Florenzer war ein Schimpfwort sogar in Deutschland Landen, wegen des ausgesprochen unmoralischen Lebenswandels, Lebenswandels der Italiener dort in dieser Stadt. Die Portugiesen eroberten derweil immer weitere Teile der afrikanischen Westküste. Im Jahre 1483 stießen die ersten Portugiesen nach Angola vor und machten auch das zu einer portugiesischen Kolonie. Der König von Portugal, der junge Johann II., hatte immer wieder neue Abenteurer, die zu ihm kamen und neue Routen vorschlugen und neue Länder entdecken wollten. Aber es war schon etwas merkwürdig, als der Italiener Cristoforo Colombo, nur wenige Jahre älter als er selbst auf ihn zukam, mit der Bitte ihm zu erlauben, auf dem Westweg, auf dem Seeweg nach Indien zu gelangen. Wahrscheinlich äh, hat der König seine Wissenschaftler kommen lassen, von denen nicht etliche, etliche wahrscheinlich, den, den Christoph Kolumbus, wie er besser bekannt ist, darauf aufmerksam gemacht haben, dass dort im Westen irgendwann die, die Erde zu Ende ist. Wobei man dazu sagen muss, dass es auch viele Wissenschaftler gab, die mit Kolumbus glaubten, dass tatsächlich die Erde eine Kugelgestalt habe und dass man tatsächlich die Erde umrunden könne. Aber so etwas hatte noch niemand gewagt. Zumindest schien das so. Einen Seeweg nach Indien, wobei Indien damals grundsätzlich ganz Ostasien meinte und genauso gut auch China äh, mit beinhaltete, einen Seeweg nach Indien zu finden, das erschien sinnvoll. Aber die Portugiesen hatten bisher erst immer versucht, irgendwo südlich um Afrika herumzukommen. Der Vorschlag von Kolumbus wurde demzufolge abgelehnt. Noch eine Kuriosität, die verbunden ist mit dem König von Portugal, war die Tatsache, dass er dem deutschen Kaiser Friedrich einen Elefanten schenkte. Er hatte ja nun genügend äh, Mitbringsel aus Afrika gesammelt. Es war der erste Elefant seit 700 Jahren in deutschen Land, und er löste eine nach äh, gerade eine Sensation aus. Die Menschen waren absolut fasziniert von diesem Tier. Das letzte Mal hatte man einen gesehen zur Zeit von Karl dem Großen. 1484 Es war noch ein anderer wichtiger Reformator den Gott im Plan gehabt hatte der sozusagen von einer anderen Seite aus dasselbe Werk der Reformation beginnen sollte er sollte nicht in Sachsen geboren werden sondern in der wunderschönen Schweiz zwischen dem Sentes Massiv und den Kurfürsten in Wildhaus im wilden Toggenburg. Dort wurde Ulrich Zwingli im Januar, am 1. Januar 1484, geboren. Sein Geburtshaus steht heute noch und kann besichtigt werden. Ähm, ist äh, etwas stabiler gewesen als das von, von Martin Luther, ist nicht abgebrannt. Und sogar noch die Schlafkammer in der höchstwahrscheinlich der junge ulrich geboren worden ist ist heute noch zu besichtigen gut zwei wochen später wurde in der nähe von nürnberg der das kind georg Burkhardt geboren der aufgrund seines geburtsnamens spalt sich später spalatin nannte und auf den wir auch noch in der zukunft öfters zurückkommen werden. Nachdem die beiden Thronnachfolger, also der Thronnachfolger Edward V und sein Bruder, im Tower mysteriös verschwunden waren und nicht mehr auftauchten, musste das Parlament in England eine Erklärung für das Volk finden. Und man fand eine, man behauptete, dass die Ehe des verstorbenen englischen Königs, aus dem die beiden äh, Söhne hervorgegangen waren, dass die illegitim waren und deswegen auch die, die Söhne illegitim waren und deswegen Richard der III der legale Thronnachfolger sei. Als dann allerdings, ja, in jenen Tagen, im Frühjahr 1484 begannen sich die Ungarn erneut zu erheben. Ihr Ziel war es, Österreich, die habsburgischen Erblande anzugreifen. Sie, sie regierten ja von der kroatischen Adriaküste bis weit über Böhmen und Meeren hinaus, bis äh, in, das, in, das, in die, die, die Tiefebene der, der Oder und der Neiße. Und diesem Angriff waren die Österreicher nicht wirklich gewachsen. Mehrere Städte fielen und andere Burgen wurden und, und Festungen wurden umzingelt. Noch einmal zurück nach England. Als am 9. April der Sohn von Richard III. starb, da glaubte die Bevölkerung Englands, dass gott ein urteil gesprochen habe das war die sehr tief sitzende religiosität der menschen damals und das volk begann sich von ihrem könig der gerade erst ja gekrönt worden war mit hilfe des parlaments wieder abzuwenden derweil wüteten die ungarn unter ihrem könig hunyadi der auch im deutschen als matthias corvinus bekannt ist friedrich iii konnte dem wenig entgegensetzen als er eine armee des heiligen römischen reiches auf Brachte, wurde diese in der Schlacht bei Leitzersdorf vernichtend geschlagen, als man versuchte, die kornneuburg zu entsetzen. Jetzt hatte Friedrich kaum noch Handhabe gegen den Ansturm der Ungarn. Derweil war der gerade erst eingesetzte Reichserzkanzler, der Kurfürst von Mainz, Adalbert von Sachsen, schon wieder gestorben. Und wir werden in späteren Folgen sehen, warum diese, diese Todesfälle in Mainz noch schwerwiegende Folgen haben sollten. Und so musste ein neuer Erzkanzler äh, für Deutschland gefunden werden. Diesmal wählte man Berthold von Henneberg als den Kurfürsten von Mainz. Am 11. August erfuhr Papst Sixtus VI., dass die verschiedenen Parteien, im italienischen Konflikt miteinander Frieden geschlossen hatten, ohne dass er davon etwas gewusst hatte. Gegen seinen Willen. Und am nächsten Tag erlitt er einen Schlaganfall vor lauter Schock und starb. Ein unrühmliches Ende für eine unrühmliche Herrschaft. Der Verleger Vespasiano da Bisticci sagte über ihn, es hätte diese Wahl beinahe zum Niedergang der Kirche des Herrn geführt. Es musste ein neuer Papst gewählt werden. Das Konklave kam in Rom zusammen und das Geld floss in Strömen, vor allem von Giovanni Battista Cibo, der nachweislich mit Bestechung zum nächsten Papst gewählt wurde. Er war allerdings ein sehr schwacher Papst, körperlich angeschlagen gesundheitlich angeschlagen, so dass die eigentliche Macht in den Händen von Giuliano della Rovere, dem Neffen des verstorbenen Papstes, lag. Papst Innozenz der Unschuldige hatte tatsächlich mit sieben oder acht sieben oder acht Kinder von verschiedenen Frauen, so dass damals das Sprichwort umherging, dass jeder in Rom ihn als den Vater Roms bezeichnen würde. Naja, am 13. November 1484 fand man Andreas Jamometic, der mit den Pamphleten gegen das Papsttum aufbegehrt hatte, tot in seiner Zelle in Basel. Man behauptete, dass er sich selbst umgebracht hatte. Nachgewiesen ist das nicht wirklich ein etwas mysteriöser Fall. Man ließ ihn allerdings noch wochenlang in seiner Zelle tot liegen und verwesen. Am 29. November wurde in St. Gallen, gar nicht weit weg von dem Geburtsort von Ulrich Zwingli, Joachim von Watt geboren. Er war, wurde geboren in eine sehr reiche Familie, die dort in dieser berühmten Mittelalterlichen Stadt St. Gallen mit Leinen handelte. Am, 9., am 3. Dezember fiel Kornneuburg Und jetzt waren nur noch Wien und Wiener Neustadt nicht in ungarischer Hand. Für Friedrich III. war das eine ziemliche Katastrophe. Nur zwei Tage später erschien eine der berühmtesten Bullen, die das Papsttum jemals hervorgebracht hat. Die Bulle Summis Desiderantes Affectibus, auch genannt die Hexenbulle, die einzige Bulle, die das Papsttum produziert hat, in der explizit zur Hexenjagd sozusagen aufgerufen wird. Kurioserweise hatte Papst Innozenz VIII sie nicht einmal selbst verfasst, sondern Heinrich Kramer, derselbe, der zwei Jahre zuvor von, dem, von den Mitteln Gottes zur Reformation der Kirche gesprochen hatte. Er hatte die Bulle vorgeschrieben und der Papst ließ sie einfach nochmal abschreiben und seinen Namen drunter setzen. Und äh, mit dieser Bulle hoffte der Inquisitor Heinrich Kramer oder auch ähm, Heinrich Institoris, wie auch genannt wurde, ähm, mehr gegen die vermeintlichen Hexen vorgehen zu können, von denen er viele äh, in der Gesellschaft vermutete. Am 13. Dezember wurde Paul Spreet in... Rödlingen oder in Röhlingen, in Ellwangen geboren. Johannes Reuchlin, mittlerweile 29, heiratete und äh, seine Frau war vermögend, und das äh, ging sich gut an mit den finanziellen Mitteln, die ihm jetzt zur Verfügung standen, konnte er seine weitere Karriere ausbauen. Er konnte an der neu gegründeten Universität Tübingen, die seit einigen Jahren existierte, einen Doktortitel in kaiserlichem Recht erwerben. Die Frage von der Unbefleckten Empfängnis wurde wie gesagt heiß diskutiert. Im Jahre 1484 wurde extra ein Orden gegründet. Der Orden der Konzeptionistinnen oder auch der Orden von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Lateinisch Ordo de Conceptione Immaculata Beate Maria Virginis. Gegründet wurde sie von der sogenannten heiligen Beatrice da Silva Meneses, die zu diesem Zeitpunkt fast tot schon war. In Toledo in Spanien wurde dieser Orden gegründet, der ebenfalls die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias durchsetzen sollte. Dort in Spanien, das hatten wir bereits gesehen, regierten diese beiden katholischen Könige, und sie erhielten 1484 Verstärkung für ihre Administration durch einen reichen, einflussreichen Juden. Sein Name war Isaac ben Judah Abrabanel oder Abravanel der eigentlich in portugiesischen Diensten gestanden hatte, allerdings dort fliehen musste. Und dieser Mann war äußerst interessant, weil er ein sehr gebildeter Philosoph, war, ein Gelehrter, der sich auskannte mit verschiedenen äh, Geistesrichtungen und Strömungen, aber vor allem jemand, das macht ihn so interessant für uns, der sich für biblische Prophetie interessierte. Er glaubte, dass das berühmte Standbild aus Daniel 2 die Weltreiche in ihrer Sukzession darstellte. Und da war er nicht der Einzige. Er folgte damit einer ganz klassischen Auslegung der jüdischen und auch der frühchristlichen ähm, prophetischen Auslegung. Babylon, Medopersien, Griechenland und Rom. Genauso auch in Daniel 7, wo die wilden Tiere, die der Prophet Daniel dort gesehen hatte, der Löwe für Babylon, der, der Bär für Medopersien, der vierköpfige Leopard für Griechenland und das schreckliche Tier mit zehn Hörnern für das römische Reich. Und Abravanel war sogar so kühn zu behaupten und als Jude fiel ihm das relativ einfach zu sehen, dass das sogenannte kleine Horn, das nach den zehn Hörnern aus diesem vierten Tier emporstieg, dass dieses kleine Horn, der sogenannte Antichrist, dass das das Papsttum zu Rom sei. So glaubte er es und so sagte er es. Obwohl er das oft hinter vorgehaltener Hand tun musste, weil seine katholischen Arbeitgeber natürlich nicht allzu begeistert gewesen wären. Er glaubt übrigens auch, dass es keine ewig brennende Hölle gebe. Etwas, was relativ ungewöhnlich war für seine Zeit. Zum Abschluss. Irgendwann in dieser Zeit zwischen 1484 und 1496, das Geburtsdatum ist sehr vage wurde in North Nibley in England William Tyndale geboren. All diese geborenen Kinder haben dem Zeitgenossen damals wahrscheinlich nichts gesagt. Nur die Vorsehung, das, das allwissende Gedächtnis Gottes konnte wissen, dass all diese Personen später einmal zu einer Bewegung zusammengeschweißt wurden. Es waren wie Funken im Dunkel einer ziemlich aufgewühlten Zeit. Und ganz zum Abschluss muss berichtet werden von den Tälern in Piemont. Just in jener Zeit, um 1484, berichten Chronisten, dass dort, wo seit fast 1000 Jahren ursprüngliche Christen sich in den Tälern und den Anhöhen aufgehalten hatten, die sogenannten Waldenser, dass um diese Zeit herum, Ende des 15. Jahrhunderts, dort wieder neue Aktivitäten zu verzeichnen waren. Ein Historiker sagt, es war, als ob die alten Wurzeln neue Triebe hervorbrachten. Wieder hörte man aus verschiedenen Dörfern dort in, in, den, in, den, in den Tälern der sogenannten Waldenser Täler. Männer und Frauen sagen, dass die Kirche von Rom die Kirche von Teufeln sei. Und dass niemand in eine Kirche gehen müsse, um zu beten. Man könne genauso gut auch unter freiem Himmel beten. Diese wiedergewonnene Aktivität der Baldenser war ein weiteres Anzeichen, dass Gott etwas Großes vorhatte und dass Großes zu erwarten sei. Die Bibel spricht von diesen Christen in der Offenbarung als eine Frau, die in die Wüste floh. Wo sie von Gott einen bereiteten Ort hat. Über Jahrhunderte weg hatten diese Valdenser in den Tälern ausgeharrt. Doch jetzt, jetzt nahte sich die Zeit ihrer theologischen und geistlichen Befreiung. In der nächsten Folge werden wir sehen, wie Ereignisse im Leben des jungen Martin Luther, sowohl persönlich als auch weltpolitisch, die nachkommende Geschichte der Reformation. Tief geprägt hat. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen Gottessegen und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen zur nächsten Folge von Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.